Die sind schon wieder da, die Musikanten. Die sind wahrscheinlich einmal ums Zelt rum, also innen, und sind jetzt schon wieder da. Gerade haben sie aufgehört zu spielen. Großes Hallo, großes Johai. Ja. Und lustig, gerade eben im Beitrag gesehen, er ist überall der Mann. Hier ist Elian, aber nicht nur er, sondern auch der Tobi. Ja, kommt's herein, kommt's herein, Burschen. So, grüß Gott. Ja, setz dich, setz dich. Elian, Tobi. Servus. Servus. Gut. So, du warst ja im Vorfeld überall, oder? So ist es, ja. Also jedwelchen Vorbericht durfte ich mitmachen, aber ich durfte mich auch ordentlich durchprobieren. Also ich hatte schon auch meine Vorteile dadurch. Ja, und dennoch spannend ist nicht, wie man sieht, denn du verbrauchst ja auch sehr viel Kalorien. Du bist doch inzwischen der 197-fache Boogie-Woogie-Meister in Deutschland. Nein, 197 waren es noch nicht, aber tatsächlich haben wir 6 deutsche Meisterschaften zusammen gewonnen mit meiner Tanzpartnerin Theresa. Und wenn die Schulter wieder in Ordnung ist? Dann probieren wir es nochmal. Dann probieren wir es nochmal. Dann haben wir die Hebefigur, dann hat sie eine Wassermelone getragen und dann hebst du sie rauf. Ja. Tobi. Alex. Grüß dich, habe die Ehre. Servus, grüß Gott. Du bist auch dabei. Ich bin auch dabei dieses Jahr, genau. Kommandant, du und der Elian. Ihr beide habt euch im Vorfeld etwas ausgedacht. Wahrscheinlich seid ihr beim Glas Milch zusammengesessen und habt so eine ganz pfiffige Idee gehabt. Habt die dann der Chefin vorgeschlagen und die hat gesagt, ui, das machen wir. Erzähl mal, worum es geht. Worum es genau geht, was auf uns selber zukommt, das wissen wir selber noch nicht ganz genau. Aber wir zwei treten gegeneinander an hier auf der Wiesn, in der Wiesn-Challenge. Und bekommen einen von euch zugelost. Und dann sehen wir, wer das glücklichere Händchen hat und am Ende als Sieger heimgeht. Heißt, wer mich zieht. Also, verstehe ich das? Das war ein schöner Modus. Verstehe ich das also richtig? Ihr beide werdet zugelost, zugeordnet und es bleibt dann so, die ganze Wiesn. Okay. Und ihr habt dann Aufgaben zu erfüllen und wenn ihr die absolviert habt, wird es ja einen Gewinner geben und einen Verlierer. Und je nachdem, genau, wer zu wem gehört, muss von uns beiden dann jemand dafür büßen, das wäre der Plan, ja. Der ihm zugeloste oder ihr zugeloste Gladiator nicht siegreich war. Das heißt, ihr habt es einfach an Spaß, ist ja wurscht, genau. Wer verliert, weil passiert ja nichts. Wir müssen es ausbaden. Eben. Vielen Dank, das habt ihr euch ja sauber ausgedacht. Das war der Plan, ja. Schau mal, ich glaube, da sind schon unsere Lose, oder? Ja, dann schauen wir mal. Welches wie möchtest machen wir du das denn jetzt haben? Welches willst du denn haben? Also, nicht, dass es heißt, ich wüsste, was da drin ist. Also mir egal, nimm, was du magst. Komm, aber du hast die Wahl. Auf geht's, Claudia. Oh, das ist wen wünschst du dir denn? Also mir ist egal, Hauptsache du nimmst den richtigen. Also ich möchte auf jeden Fall Gewinner, deswegen. Ja, dann. Ich nehme mal den. Dann habe ich ja den hier. Jetzt schauen wir mal. Okay. Vielleicht müssen wir die Sitzordnung gleich ändern. Na, die bleibt, wie sie ist. Die bleibt, wie sie ist. Ja. Tobi, jetzt sind wir schon richtig. Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber ich sag dir hier, ich verliere nicht gern. Ich auch nicht. Aber du wirst. Genau, weil wir verlieren einfach nie. Ich glaube, wir als Brillenträger, wir haben es eh besser. Sowieso. Und ich erst. Ich meine, ich brauche Kontaktlinsen, um bis zur Brille vorsehen zu können. Ich sehe alles scharf. Ist ja alles doppelt scharf, verstehst du? Und doppelt groß, oder? Sind dann deine Augen auch... Du gehörst jetzt da drüben, ja, okay, hin. Ja. Eben. Ja. Ja. Talk to my hand. Fängt das schon an, gell? Welche Schulter darf ich nicht anfassen? Du darfst alle Schultern anfassen. Also, es ist jetzt so. Die erste Challenge, die machen wir dann heute noch hier, live. Ja, ihr wisst gar nicht, was auf euch zukommt. Nein. Nein. Das ist schön, diese Ungewissheit in euren Gesichtern ablesen zu dürfen. Schön, junge Burschen, die keine Ahnung haben, was auf sie zukommt. Weißt du es denn schon? So ein bisschen Angst in euren Gesichtern, ja sicher weiß ich's. Ich weiß auch, dass er das ganz gut kann. Woher? Weil ich weiß, was passieren wird. Und ich glaube, er kann das ganz gut. Ich glaube, wir müssen keine Angst haben, wir zwei. Nein. Die schon. Ja. Das sehe ich ähnlich. Also, Sie sind nachher dabei. Wir schauen jetzt nämlich gleich erstmal runter zum Anzapfen. Aber wenn das alles rum ist, später noch in dieser Sendung. Wir senden bis 13 Uhr übrigens. Da kommt ihr dann nochmal vorbei. Und so dann, jetzt hätte ich es fast gesagt, dann wird, nein, dann wird gechallenged. Dann wird wollte ich natürlich genau sagen. Ja, mach mal.
Ja. Kriegen wir hin, oder? Wir kriegen wir hin. Wir sind bereit, ja. Warte, vielleicht nur, welche Dirndlgröße hast du? Ist egal. Das wüsste ich. Ich will nicht für die Challenge, aber das Gesicht wollte ich sehen. Weißt du deine, oder? Ja, sicher. Das ist Mammutklasse. Hast du dir beim Ausstatter zeigen lassen, oder? Ja, sicher. Da mussten einige Polyester dafür sterben. Ja. Aber egal. Gut, ihr seid soweit. Du fühlst dich wohl. Das ich fühle mich wohl an deiner Seite, ja. Ja? Ja. Das ist schön. Livia, haben wir schon Post bekommen? Ja, haben wir. Ist das wahr? Ja, natürlich ist Hast das Hast du schon wahr. Rausgefiltert? Ach, natürlich. Ja, magst du uns vielleicht mal was vortragen? Ja, können wir gern machen. Ich würde sagen, nach der Werbung, oder? Ach so. Ja. Ach, schau an, die Livia ja. ist auch Regisseurin. Ja, logisch. Das wusste ich gar nicht. Aber schön, dann geben wir jetzt natürlich gemäß der Ansage unserer Hobbyregisseurin Livia nunmehr in die Werbung und sind gleich wieder da. Es dauert nur noch wenige Minuten und dann wird angezapft hier im Paulanerfest Zelt und dann werden wir hoffentlich auch relativ rasch was kriegen, denn im Moment ist hier entschieden zu viel Luft im Krug. Aber das wird sich ändern. Euch beiden würde ich nicht raten, schon vorab groß was zu trinken. Höchstens vielleicht eine Limo. Wegen der Wiesn-Challenge, ja? Ja, aber wir sind ja gewohnt, gewisse Challenges grundsätzlich im Bierzelt auch zu machen, unter gewissem Einfluss. Ne? Also eben, und wenn du Ratschläge verteilst, bitte nur in diese Richtung. Richtig, richtig. Wir machen unser eigenes Süppchen. Das ist psychologische Kriegsführung. So, und jetzt schauen wir rüber. Ganz kurz, das ist unsere Schildmaid Ann-Sophie mit einem Schild, auf dem genau steht, was wir jetzt machen. Wir schauen nämlich runter zur Bühne, zu unserem Barry. Wenn Sie uns schreiben, schreiben Sie eigentlich der Livia zuerst. Genau. Wir sind wiesn@münchen.tv. Wenn Sie schreiben, dann liest sie das. Ja, aber ich schreibe nicht nur, sondern ich sehe auch ganz, ganz viele tolle Bilder. Und ich würde sagen, wir fangen schon mal hier mit diesem einen Bild an von Tobi und Elian. Ich würde sagen, die zwei, die haben Spaß. Ich liebe dieses Bild. Und ich habe noch gesagt, ne? Aber gut. So, weiter geht's. Beide in Action. Ich danke dir, liebe Heidi, für dieses wunderbare Bild. Da hast du unsere zwei Kollegen also in Action gesehen. Aber sie arbeiten auch. Schau.